Ja, wieso sieht das da immer anders aus? Ja, natürlich, in den 7 Jahren hat sich einiges geändert, mein Bester. Du hast doch Ach gesehen, das ja, ist Schloss er jetzt Hyrule. erwachsen? Stimmt, ja, stimmt. Nee, das ist ja das Ja. Krasse jetzt, ne? Es hat sich einiges geändert in der letzten Zeit. Ich muss irgendwie immer den Safe laden. Ja, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, das Geld mir irgendwie den Ingame-Sound killt. Das muss ich für spätere Aufnahmen mal checken, was da denn los ist. Aber naja, keine Session ohne technische Fehler. Ihr kennt das. So, dann schauen wir mal, wie es Kakariko ergangen ist. Unserem kleinen, stillen Technik ist einfach Lieblingswörtchen. der größte Hurensohn. Die schöne Musik ist nicht mehr da. Und die beiden Kameraden da vorne kennen wir doch. Das sind doch hier Kollege Schnauzbart und Kollege Hugo. Schau dir den an! Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er noch ängstlicher! Ja, die haben auch nichts Besseres zu tun, als den lieben langen Tag sich übereinander lustig zu machen. Was hast du für Probleme, mein Bester? Ach, blöder Busch, geh weg. Ich probiere eine Konversation zu führen. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Bordes, dem Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Ja. Der Hibi sagte ja, Boris ist somit sein Lieblingscharakter. Er ist tot, Digga. Er ist in den 7 Jahren Passiert. verstorben. Ja, sein Job Ich wurde meine. später zu. Sein Job wurde später zu seinem Schicksal, würde ich da mal sagen, ne? Ist schon scheiße, wenn er an deinem Arbeitsplatz liegen muss, ne? Ja, gut, wenn man den Job mochte, ne? So, dann warum nicht? Ja. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich Boris' gruselige Grabgruseltour. Was steht Gibt denn jetzt hier bestimmt vorne am Schild? Grausige unangenehme Grabgrusel. Jobs. Das sind auch schon wieder so Details, die die Welt so echt wirken lassen. Grausige Grabgruseltour. Alle Touren sind gestrichen, bis ein neuer Totengräber gefunden ist. Wir bitten um Verständnis. Sehr geil hätte ich gefunden, wenn als neuer Grabgruseltour-Chef hier der Junge genommen worden wäre, der hier als kleines Kind immer tagsüber den Boris gespielt hat. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir denn wenigstens in das Haus noch einbrechen können hier. Vielleicht hat sich da ja was im Tagebuch geändert. Auch einem Tod. Bei einem Tod muss man sowieso nicht die Privatsphäre respektieren. Was soll ein Das tut. Toter denn schreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden es jetzt herausfinden. Ja, das will Wer ich jetzt mal immer sehen. dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Sag nichts, Evin. Ich warte, Boris. Ich will keinen Sex mit Boris. Ich will nicht seinen langen, kurzen Schatz haben. Es ist sehr dämlich. Manchmal glaube ich, die Übersetzer machen sowas mit Absicht. Das ist, du kennst doch sicher die Serie Goofy und Max, ne? Naja, klar. Ja, hast du das Intro noch im Kopf? Ja. Das Intro vom Text her ist nicht mal ansatzweise am Original. Und es ist wirklich fragwürdig, wenn so Textzeilen aufkommen wie ein Hoch auf die Freundschaft, wenn der Vater mit dem Sohne. Wow! Das steht so in den Lyrics. Kommt schon komisch, ja, das Ein Hoch auf die stimmt. Freundschaft, wenn der Vater mit dem Sohne. Wow. Ja, haben wir als Kinder nie drüber nachgedacht, aber der Song ist vorne bis hinten eindeutig, zweideutig. Was schon traurig ist. So, Leute, und hier seht ihr es gerade. Wir haben ja die Wundererbsen gesammelt und eingepflanzt. Und mit diesen kommen wir jetzt an weit versteckte Orte. Und hier an das nächste Herzteil. Muss ich nachher noch sag mal eben schnell hier nachher noch eintragen, dass wir das hier gefunden haben. So, und unser nächstes Ziel ist es jetzt, das Grab von Boris zu finden. Die haben das Königsgrab übrigens immer noch nicht restauriert. Da hinten ist immer noch ein tiefes, fettes Loch. Ja, meinst du, die wissen, dass da Zombies drunter sind? Ich glaube, das sollte man dann doch irgendwann mal reparieren. Könnte mit den Zombies sehr unangenehm werden. Ich suche jetzt gerade Boris Grab. Wo war denn das nochmal? Müssen wir hier ein bisschen. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Der Boris muss versteckt sein. Da. Nee, aber komm mal wieder raus jetzt hier. Komm mal, wo soll er rauskommen? Nee, aus seinem Grab oder nicht? Nee, da soll er. Wie kann er denn? Er ist ja tot. Denke ich mal. Ja, ist doch. Soll er sich mal ein bisschen anstrengen oder was? Ja, genau, Wishes. Komm aus dem Grab raus und mach ein und dasselbe Grab wieder auf, dann wird's richtig sein. Ist schon richtig so. Ich glaube, das war aber nicht hier vorne. Da müssen wir nach unten gehen.
nach unten. Ganz weit tief nach unten. Und diese Scheißgeister, die gehen mir jetzt schon wieder auf den Sack. Das ist auch gerade voll gruselig. Wir haben, glaube ich, mittlerweile fast Mitternacht. Und ich bin hier alleine in der Bude und höre wie aus meinem sogar Flur dauernd schon, Alter. Ja, ich höre wie aus meinem Flur dauernd irgendwas umgekippt wird. Als wenn da irgendwas rumrennen würde. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Gar nicht, nicht ansatzweise. Ja, so, Fragezeichen. Voll geil. So, da ist er. Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Okay, das wird jetzt hakelig. Boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Im Stream habe ich da ziemlich gut abgelost, muss man sagen. Weil hier ist das Problem, hier müsst ihr den Weg kennen. Hier muss ich mich auch gerade ein bisschen konzentrieren hier. Voll drollig mit seinem heiligen Schein da oben. Also Slowaken kommen doch in den Himmel. Also Slavi ist vielleicht noch Hoffnung für dich. So, rechts, links. Die erste Runde war auch, glaube ich, gar nicht so das Problem. Die zweite wird eher das Problem. Hey! Beim Stream war das eine richtige Geburt. Ich glaube, wir saßen da eine Stunde dran an der Kotze. So, Frosch, flieg und sieg, Boris. Boris Becker, bleib mal stehen hier, Alter. Oder muss ich hier eine Besenkammer aufstellen, damit er mal die Füße still hält? Na, mach mal, ja. Da fliegt er dann rein so. My ass is on fire. Ups. Ah, gib Gas, dann stehen wir gleich vor verschlossener Tür. Dann kommt der Slavi nicht mehr über die Grenze, das wäre nicht so toll. Ich glaube, unter einer Minute müssten wir es schaffen. Das sieht dezent. Schlecht aus. Ich weiß nicht, ob es noch ausreicht. Ich glaube aber nicht. Oh, die Zeit beträgt 1:01. Hehe, Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Oh Gott, ich habe schon mit was anderem gerechnet. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Ja, genau. Weil der Weg hierhin ja überhaupt nicht gefährlich war, soll ich jetzt auf dem Rückweg vorsichtig sein. Ich zeige euch gleich den Rückweg auf den Halt's Maul, Navi! Auf weswegen ihr vorsichtig sein soll. Da haben wir den Fanghaken. Das ist unser neuer bester Freund. Der setzt sozusagen den Bumerang. Mit dem können wir uns an höhere gelegene Stellen dranhängen und vor allem Sachen auf uns zurückziehen, was halt sehr, sehr gut für unsere lieben Skulltullen waren. Hat dir das Farmen nach den Skulltullen Spaß gemacht? Du hast dir sicher gedacht, wir müssen noch viel mehr sammeln, oder? Du warst sicher richtig traurig. Ich hab fast geheult. Das vorbei mindestens. Ist? Mindestens. Ja, natürlich. Ich auch. Das war ein Abenteuer so für sich selber. Wenn wir übrigens das nächste Mal Skulltullen farmen, dachte ich mir so, dann holen wir den Big T nochmal mit rein. Und dann reden wir mal ein bisschen über alte Zeiten, was bei so einem Spiel wie Ocarina of Time mit Sicherheit passt. Viele von euch haben ja mal gesagt, ihr wolltet mal immer wissen, wie der Wishes so in seiner Jugend war. Big T hat da Informationen, die ihr gar nicht haben wolltet. Also ich graus und grusel mich jetzt schon vor diesen Parts. Boah, hier gibt's einiges noch zu tun. So, hier gibt's erstmal noch ein Erzteil. Das sammle ich auf. Dann haben wir hier. Und jetzt müssen wir eigentlich ein Fass aufmachen. Oh, nee. Nein, das war auch falsch. Das wollte ich. Pass auf. Hör gut zu, das ist sehr interessant. Da will ich gleich mal deine These zu wissen. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein! Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hatte ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Ups, ist falsch. Ist wieder falsch. War ich nicht im Takt. Ist dir was aufgefallen?
Er erzählt von jemandem, der ihm das Lied vor 7 Jahren beigebracht hat. Ja. Weißt du, was das Problem jetzt der Geschichte ist? Nee. Wir haben jetzt das Lied von ihm gelernt, werden in die Zeit zurückreisen und ihm das Lied beibringen. Das ist ein Zeitparadoxon. Das ist... Ja. Das ist ein Zeitparadoxon. Wir haben da mal... Dann müsst ihr mal gucken auf meinem Kanal, ob das noch online ist. Ja, wir haben da damals mal, so ganz spontan, müsst ihr mal auf meinem Kanal gucken, ob das noch online ist. Das ist ein Podcast, da haben der Sluxy, der Blatrix, der Tridi und ich mal drüber geredet. Und ich habe einfach mal spontan die Aufnahme laufen gelassen. Dieses Lied hat keinen eigentlichen Ursprung. Denn wir lernen es 7 Jahre in der Zukunft von ihm, wo er es von uns in der Vergangenheit gelernt hat. Wir können dieses Lied aber erst von ihm lernen. Er lernt dieses Lied aber erst von uns. Das Lied hat keinen Ursprung. Das ist somit eins der größten Mystiken, über die man sich in Ocarina of Time ja nicht aufregt, aber über die man diskutiert. Wir haben da wirklich 1,5 Stunden lang drüber geredet, woher der Ursprung der Hymne des Sturms kommen kann. Vielleicht habt ihr ja eine gute Theorie, ich bin gerade am Überlegen. Stimmt, wir wollten nochmal Boris Renn machen. Vielleicht habt ihr ja eine gute Theorie dazu. Vielleicht fällt dir aber gerade eine gute Theorie ein, Hibi. Aber der Song hat keinen Ursprung. Das ist ein Fehler in der Matrix. Also mir fällt da nichts Plausibles zu ein, auf jeden Fall. Das ist ein fetter Fehler in der Matrix. Denn wie gesagt, ja. Diesen Song, den werden wir später... Stimmt, ich weiß, was ich jetzt gerade machen wollte. Erinnere mich da gleich nochmal dran, bevor wir Ende machen. Den Typen oben auf dem Dach. Da müssen wir jetzt drankommen. Der Typ oben auf dem Dach. Scheiße, wo war nochmal Boris Grab? Das war da unten. Der Typ oben auf dem Dach. Der Hibi oben auf dem Dach. Ja, nice. Der hat auch noch ein paar Organe für uns. So, wie ist das denn jetzt bei dir hier? Kann man ja gleich mal ein Interview hier noch draus machen. Kommt mal rap-technisch wieder was von dir hier? Ja, ich habe wirklich schon was, aber aufnahmetechnisch sieht das gerade schlecht aus. Kommst nicht ins Studio? Ja, ich bin nicht mehr in dem alten Studio, weil da ein bisschen Scheiße gelaufen ist so. Ja, und jetzt muss ich halt ein bisschen gucken so. Na gut, aber sonst guckst du, dass das wie ich machst und dir zu Hause ein bisschen was aufbaust, oder? Ja, klar, so. Ich hab auch einen Kollegen, aber ich muss jetzt halt mal gucken. Ich denke mal nächstes Wochenende oder sowas. Der hat eigentlich soweit auch alles, aber ne, hat halt auch einen Job, so den will ich in der Woche nicht auf den Nerven gehen dann. Ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Sonst machst du Crowdfunding hier für Big Team Studio. Crowdfunding funktioniert. So ist es jetzt auch nicht, Alter. So, jetzt wird's nämlich tricky. Das muss ich 100 pro in einer Minute schaffen. Sollte vielleicht... wenn ich ein bisschen mehr kuller, wird's schneller gehen. Ja, aber nicht, wenn ich so kuller. Jetzt muss ich mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Kannst du mir ja schon mal sagen, was so deine Lieblingsstelle bis jetzt in dem Spiel war, wo du sagst, das war cool, das war eine coole Idee. Die muss denken. Ja, ich muss jetzt erstmal ganz lange denken. Ja, dann denk, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hast dir alle Zeit der Welt. Boris lässt du dich auch. Ja, wir haben viel gemeinsam, Alter. Ich könnte Boris sein. Ich meine, ich wäre tot, wäre zwar scheiße, aber... Hey, nobody is perfect. Ja. Von daher passt das. Man kann nicht alles haben, warum? Kann nicht alles haben, starte den mal. So, zack, hier hoch. Ah, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Boah, die Stelle ist am miesesten. Boah, das schaffe ich nicht mehr. Tick, tack, ha, hi, ha, tick. Tick, tack. Komm, geh zu, geh zu, geh zu, geh zu. Ah, wunderbar, das müsste ausreichen. Ich glaube, es war eine Minute. Die Zeit beträgt 57 Sekunden, du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genügt? Ja, wunderbar, da ist es. Das wollte ich haben. Herzteil. Wunderbar, das geht ja hier wunderbar von der Hand. Da haben wir ja jetzt schon wieder
drei Herzteile in dem Part gemacht. Wenn jetzt das vierte Herzteil funktioniert, haben wir in einem Part vier Herzteile geschafft. Ja, das ist ja Jackpot, Alter. Ich glaube, ich sollte hier öfter dabei. Du bist ja mal ein kleiner Glücksbringer hier. Hey, ja, ich sag ja Karma. Ding, ding. Ja, ich nehm gerade dein Karma so mit. Gibt das Negativ-Karma-Punkte bei mir, wenn ich dein Karma klaue? Irgendwo schon, ne? Das Haus hier ist übrigens wieder fertig gebaut hier vom Walter, dem Zombie. Haben sie jetzt endlich fertig gemacht. Haben sie ja nur 7 Jahre für gebraucht. So, jetzt gucken wir mal eben, ob wir hier zu dem Stubenhocker da oben auf dem Dach hochkommen können. Der Bettler ist auch hier. Das gucken wir uns dann alles später im nächsten Part an. Oh, egal. Muss er eigentlich nein? Nein. Oh, wir müssen jetzt hier sowieso ein bisschen umstrukturieren. Zack, du kommst dahin. Das ist doch hier schon wieder volles Chaos, wie ich das hier gemacht habe. Ich müsste eigentlich von da oben ganz normal da rankommen mit dem Haken. Oder komme ich von hier unten da schon dran? Ah, ist der Ingame-Sound nochmal weg. Nochmal neu laden. Müsste ich eigentlich von hier unten auch drankommen, ne? Ah, ich muss aufs Dach zielen können. Hör mal, Digga, ich steig dir da gleich aufs Dach. Jetzt komm her hier. Nein, lass doch die Bombe weg. Ja, manche Sachen ändern sich nie. Aua. Ja, Bomben werfen geht immer. Ich weiß auch nicht, was der hat hier, Alter. Ich finde das sowieso nicht politisch korrekt bei dem, was momentan so auf der Welt abgeht. Ey, wir machen das von oben. Ich weiß nicht, ob Slavi so damit klarkommt. Finde ich nie toll. Vor allem der Knabe, der sitzt da jetzt schon 7 Jahre oben. Gibt so Leute, die fangen nichts mit ihrem Leben an, du, ne? Was macht er denn hier oben? Spieler Pirat. Lebendiger Wetterhahn so. Schau her, ich bin ganz oben. Ich mag es gar nicht, wenn jemand höher hinaus will. Ich muss immer ganz oben sein. Ja, guck mal, das ist Leonardo DiCaprio. Das ist König der Welt, der übt schon. Jetzt müssen wir hier aber... Nein, er ist zu kurz. Verdammte Scheiße. Wir hätten das mit Karma nicht so laut sagen sollen. Nein, er ist zu kurz. Guck mir nicht so blöd von der Seite an. Helf mir lieber. Ja, vielleicht rüber. Verdammte Axt. Der ist zu kurz. Schaffst du es vielleicht als erwachsener Link, dich darüber zu backen? Mach halt's Maul, Navi. Ha, geh weg! Leo. Geh arbeiten. Geh endlich unter. Meine Tür. Ah, nee, das wird, glaube ich, hier nichts so. Gut, Freunde. Das wird nichts mit den 4 Herzteilen in einem Part. Wie konnte ich nur träumen? So, dann setze ich hier ein Safe. Und dann war's das auch erstmal wieder für heute. Ich überlasse die Anmoderation meinen geschätzten Gast. Willst du jetzt doch noch ein Video machen? Nein. Ja, ne? Euch viel Spaß. Nein. Schön. Tschüss. So, zwei Sachen sollte man vielleicht erwähnen. Das war das erste Mal, dass der gute Hibby sowas gemacht hat, sollte man sagen. Also seid nett zu ihm. Aber meine Leute sind im Normalfall sehr, sehr nett. Hast ja schon gemerkt. Und zweitens, Hibi hat, wie es aussieht, frischen Kräutertee gerade getrunken. Sollte man vielleicht erwähnen. Ich kenne dich doch. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Slavi. Und vielleicht hört man dich hier auf jeden Fall nochmal hier. Wer weiß, ne? Was die Zeit uns wohl bringt. Wenn man munkelt, man schunkelt. Was die Zeit wohl bringt so in den nächsten 7 Jahren. Haut da rein, Leute. Hibi und Wishes sind raus. Rein und...